Ja, ja, ja. Ein sehr interessantes Völkchen, ja, aber kulturell schon sehr weit entfernt von uns. Ne? Ganz meine Ansicht, Majestät. Sagen Sie mal, Seifenstein, apropos, was ist denn eigentlich aus unserer Suche nach der Voice of Austria geworden? Da haben sich Majestät eines großartigen Talents erinnert, das Majestät selbstverständlich als Erster entdeckt haben. Wir haben das entdeckt und dann haben wir uns daran erinnert. Und wer war das aber jetzt genau? Aber das wissen Majestät doch. Ja, natürlich können wir uns erinnern. Wir wissen genau, das war... Wir haben einen Kaiser, uns geht's nie mehr schlecht. Wer ist denn die Person? Majestät, es handelt sich um Frau Conchita Wurst. Sie darf sich setzen, Seifenstein. Befehl, Majestät. Sie ist eine Frau mit Bart. Sie haben so ein scharfes Auge. Das ist richtig. Wir sind ja andere Frauen gewöhnt in Österreich, also wir. Ne? Seifenstein, zeigen Sie mal her, was wir unter einer Frau verstehen am Hof. Befehl, Majestät, Augenweide. She's a lady. Sehr nett. Sie sollte sich vielleicht ein Vorbild nehmen und ein bisschen mehr Apfelstrudel essen oder Zimtschnecken oder irgendwas. Guck, wir haben den gleichen Arzt. Meine Brüste sehen auch so aus. Das mag vielleicht sein, aber Ihre sind verkleinert worden. Vielleicht habe ich das von ihr. Man weiß es nicht. Also, sie will ja beim Song Contest auch antreten, haben wir gelesen. Stimmt denn das? Ja, das entspricht der Wahrheit. Ja. Ich wurde nominiert und ich würde gerne ein, zwei Ströfchen für Österreich singen, wenn man mich das lässt. Na. Aber wir haben ein Problem, wenn sie jetzt beim Song Contest wirklich erfolgreich ist, ja? Ja. Dann krempelt sie ja die gesamte österreichische Popkultur um. Ne? Dann kommen die alle auf den Gedanken, wir wissen jetzt, was wir falsch gemacht haben, Seifenstein. Wenn Majestät darauf bestehen, Hofbildstelle. Ja, dann schaut die Christelstürmer dann so aus. Stört sie das nicht, dass der Bart beim Küssen so kratzt? Nein, das ist total... Mehr Informationen, als wir brauchen. Hm? So, wir haben jetzt sehr viel über Sie erfahren. Danke für das wunderschöne Lied. Ja. Es war mir eine Ehre. Das ist richtig. Das ist richtig. Hm? Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch mal ein bisschen brav sein, gell? Ja. Ja, es war diese junge Dame, gell? Da können wir uns genau erinnern. Und was ist aus der geworden? Aber das wissen Majestät doch. Ja, natürlich wissen wir, was aus der geworden ist. Wir wollten nur überprüfen, ob Sie es auch noch wissen, Seifenstein. Our 12 points go to Conchita, Austria. 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 Our 12 points go to Austria. Austria. Congratulations, Conchita. Austria. 12 points. The winner is Austria. Apropos Frauen. Also jetzt Frauen im Sinne von Frauen. Naja, Frauen. Also ganz normale österreichische, ohne Bart, Sie wissen ja eh, was wir meinen, Seifenstein. Wo ist da jetzt zum Beispiel der Unterschied
sagen wir, zu deutschen Frauen. Das haben Majestät in einem